Ganz schön steil. Kurze Verschnaufpause. Ich weiß nicht, wie steil es ist, aber es ist sehr steil. Kurze Pause, dann geht's weiter. Wir sind in Guatemala. Wir wurden reingelassen, es war sehr unkompliziert. Und jetzt gucken wir gleich mal, ob wir irgendwo ein Fähnchen bekommen. Vielleicht, ja doch, ich denke gleich werden wir bestimmt irgendwo eins finden hier in der Stadt. Und dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und wir müssen jetzt wieder Spanisch sprechen. Das war ganz ungewohnt, von Mexiko nach Belize reinzufahren und plötzlich wieder Englisch zu reden. Man hatte das halt so drin, nach 5 Monaten alle auf Spanisch zu grüßen. Und jetzt dürfen wir wieder Spanisch sprechen. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil ja, Spanisch kann mir nicht so gut natürlich wie Englisch. Wobei ich Englisch auch nicht gut kann. Aber Basti. Naja, man gewöhnt sich auch wieder dran. Erster Stopp. Handykarte kaufen. Wir machen hier gerade eine kleine Pause. Da ist die Straße. Und hier ist so ein Unterstand mit Bänken und sowas. Und da ist Basti gerade hinten reingelaufen, um zu schauen, ob wir vielleicht da irgendwo schlafen können, weil hier wieder ziemlich viel eingezäunt ist. Ich hoffe, er wird nicht von den Brüllaffen angegriffen, weil aus der Richtung schallen nämlich die Geräusche der Brüllaffen. Und ich esse in der Zeit Kekse. Und hoffe, dass er, wenn er gleich wieder kommt, sagt, dass wir da irgendwo schlafen können. Wenn nicht, müssen wir noch weiterfahren. Aber da hier wieder alles ziemlich eingezäunt ist, dadurch, dass hier viele Kühe überall auf den Weiden stehen, sieht es ein bisschen schwierig aus. Aber wir haben bis jetzt immer was gefunden, also wird das auch heute klappen. Crazy, oder? Wie sich Brüllaffen anhören, dann meint man, da kommt gleich hier ein Brontosaurus oder ein T-Rex aus dem Gebüsch. Richtig geil. Na, hörst du die Brüllaffen? Und? Wurdest du aufgefressen? Von den Dinos? Ja, von den Brüllaffen. Von den Brüllaffen? Oh, das schallt da ganz schön im Wald. Das ist richtig laut. Na, was sagst du? Kann man da schlafen? Ganz schön warm. Ganz schön warm und feucht da drin. Kommst du raus und zeigt, dass es kühler wird. Echt? Es ist ein ganz schöner Dschungelpfad. Okay. Da kam ja auch eben ein Mann auf dem Pferd entgegen. Ja, der läuft da hinten. Da. Da. Hinten genau. Der kam hier raus. Der schlängelt sich da so durch. Mhm. Ich bin da irgendwann umgedreht, weil dichter Dschungel. Was ist da hinten? Also da vorne so, an dem Zaun haben wir da schon mal. Da könnte man, ja. Ich meine. Ganz weg von der Straße, also würde auch gehen, klar. Also. Wir sind jetzt gerade 2 Stunden in Guatemala oder so, sind noch nicht so weit gefahren, weil wir überwiegend mit Handykarte und kalten Getränken verbracht haben. Aber es ist hier wieder super schön. Also nicht, dass es in Belize nicht schön war, aber hier ist es so ähnlich wie in Mexiko irgendwie. Die Leute sind ähnlich und es fühlt sich irgendwie so heimisch an, ja, weil wir so lange in Mexiko waren, fast 5 Monate. Deswegen fühlt sich das jetzt hier alles so vertraut irgendwie an. Und ich finde, das ist ähnlich wie Mexiko. Also die Leute sind ähnlich, die Landschaft ist ähnlich. Die Straßen, wenn man fährt, ist ähnlich. Und deswegen fühlen wir uns hier sehr wohl. Also brauchen wir jetzt auch nicht
meilenweit von der Straße weg sein, würde ich sagen. Und dann gucken wir uns das da unten gleich mal an, ob wir da einfach hingehen, weil hier haben wir nämlich einen schönen Unterstand. Könnte man noch kochen. Jetzt ist auch nicht so viel hier los auf der Straße. Mal sehen. Guten Abend. Guten Abend. Ich hätte gerne einen Löffel. Guten Abend. Wir haben uns für den Schlafplatz hier entschieden, wo ich eben gesagt habe, wo ich gucken gehen will. Und zwar, da oben ist die Straße, da oben ist das Häuschen, wo wir eben saßen. Und hier werden wir uns hinstellen mit unserem Zelt. Da vorne ist ein Weg, da geht ein Trampelpfad rein. Da kommen auch immer mal wieder Leute raus mit Motorrädern und mit Autos und sowas. Aber ist nicht schlimm, die sind alle super nett. Nur die können uns sehen, die von der Straße achten gar nicht auf uns. Und Basti hat gerade die Gegend hier erkundschaftet, ausgekundschaftet. Das ist der Brüllaffe wieder. ja, und jetzt essen wir Abendbrot. Es gibt was richtig Gutes, und zwar Gemüsepfanne. Gemüsepfanne, Reis, Möhren, Zucchini, Paprika, Lauchzwiebeln und Möhren? Habe ich schon Möhren gesagt? Ja. mit Reis. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ja. Das essen wir jetzt. Also wenn man nicht wüsste, dass das die kleinen, süßen Brüllaffen sind, die so groß sind wie ein Gartenzwerg, wäre das schon ziemlich gruselig. Wenn wir erst die Geräusche gehört hätten und dann gewusst hätten, was es ist, aber zum Glück war es andersrum. Ja, mal gucken, ob die uns die Nacht in Ruhe lassen und ob wir gut schlafen können. Bei dem Lärm hier. Da bauen wir auf jeden Fall jetzt unser Zelt auf und dann spüle ich noch und dann gehen wir ins Feuerbett. Unser erster Skorpion. Hast du an Jasmins Tasche versteckt? Mhm. Hab's aufgemacht und dann war er plötzlich da. Oh oh, sehr steile Straße. Der nächste Berg direkt dahinter. Ich wurde gerade von einem Jungen auf dem Pferd und einem Fohlen überholt. Aber egal, es ist steil und ich fahre das. Unten der Berg waren eben 10%. Das hier ist auf jeden Fall steiler. Aber weil ich kein Tacho habe, weiß ich es nicht genau. Aber egal. Ich komme im Schneckentempo oben an. Buenos dias! So eine Hupe bräuchte ich. Jetzt hat's aufgehört. Alarm, Alarm. Da unten war gerade ein Dino. Aber der hat aufgehört. So unfassbar heiß. Also wir haben auch Gegenwind und der ist aber auch richtig heiß. Das Wasser ist kochend heiß. Also wir trinken die ganze Zeit heißes Wasser. Und jetzt haben wir uns hier gerade in den Schatten gestellt am Straßenrand. In 3,8 Kilometern kommt ein kleines Örtchen. Da wollen wir uns was Kaltes zu trinken kaufen. Ja. Und Basti schaut schon mal. Da soll es einen See geben.
wir da vielleicht schlafen können. Das wäre richtig schön. So, wir waren jetzt eine Runde baden. Mhm, wollte erst mal den See zeigen. Genau, waren jetzt eine Runde baden. Wir haben uns nämlich jetzt einen Campingplatz rausgesucht. Der befindet sich direkt da. Also hier ist eine kleine Buckelstraße und da auf der anderen Seite ist er dann direkt. Und ja, da ist ein baden jetzt hier. Ein lustiger Typ eben gewesen, wo wir hier um den See rumgefahren sind, hat er uns zugerufen, wir sollen zu seiner Mama nach Hause, sie wohnt da, irgendwie so. Hat er uns ja, gerufen. Hat er gerufen. Und dann haben wir nur gesagt, so, ja, danke, okay, weil wir gedacht haben, okay, alles klar. Und sind dann weitergefahren. Genau, und dann sind wir weitergefahren zu einem anderen Campingplatz, der ja zu hatte, das habe ich ja gezeigt. Also und zu einem, den wir uns rausgesucht haben. Genau, den gab es halt einfach nicht mehr. Also das Schild war noch da, aber da war nichts mehr. Ja. Dann sind wir zurückgefahren zu dem Campingplatz hier vorne und dann kam der Mann wieder angerannt. Das ist ca. 2 Kilometer entfernt gewesen, wo wir den getroffen haben. Mhm. Und dann kam er angerannt und sagte, ja, ich habe doch gesagt, ihr könnt zu meiner Mama. Der war der Sohn von der Frau vom Campingplatz. Genau, ja. Da hat er uns alles gezeigt. Dann habe ich einen frischen Mangosaft bekommen aus frischen Mangos, hat die Mami mir gemacht. Mit Eiswürfeln und so. Sehr lecker. Ja, und da schlafen wir heute. Und dann geht's morgen nach Tika rein. Berghoch. Ja, da geht's nochmal berghoch. Hat der Mann gesagt. Ja, wissen wir ja auch. Er hat auch angeboten, dass wir unsere Sachen da lassen können und ohne fahren. Aber wir haben gesagt, wir sind stark, wir schaffen das. Guten Morgen vom See. Wir haben die Nacht überstanden auf unserem Campingplatz. Der ist da hinten gewesen, auf der anderen Seite vom See. Der junge Mann, der uns angesprochen hatte gestern, hat ein bisschen Lärm gemacht. Der war ein bisschen betrunken gestern Abend. Hat da ein bisschen rumgesungen und gebrüllt. Also super nett und nicht irgendwie, wie soll ich sagen, aufdringlich und unangenehm, sondern er hatte halt gute Laune und hat dann da um 10:30 halt noch ein bisschen laut gesungen und rumgebrüllt und so. Und heute Morgen um 7 hatte er auch schon wieder das erste Bier in der Hand. Aber wie gesagt, er ist richtig lustig und nett gewesen, also alles gut. Auf jeden Fall sind wir dann heute schnell da abgehauen. Haben dann gedacht, frühstücken wir hier hinten am See, weil wir noch zum Supermarkt wollten, was zum Frühstücken einkaufen. Und deswegen haben wir uns jetzt hier die Bank gesucht und frühstücken jetzt hier. Es gibt süßes Brot mit Sesam drauf, Erdbeermarmelade und Kakao und Erdbeermilch. Hier können wir uns das wieder leisten, weil in Vlies war es echt, echt teuer. Und hier geht es wieder. Jetzt frühstücken wir, dann fahren wir nach Tikal. Mussten gerade noch einen Bankautomaten suchen. Die sind nämlich so versteckt in kleinen Läden. In der letzten Ecke steht dann so ein kleiner Automat. Deswegen, das ist ein bisschen schwierig. Der einzige hier in dem Dorf oder in der Stadt, den es hier gibt. Und bei den meisten Sachen kann man nicht mit Karte zahlen. Genau, bei den meisten Läden kann man nicht mit Karte zahlen. Und da mussten wir erstmal uns eben selbst durchfragen. Wo? Selbst die Ausgrabung von Tikal, da kannst du auch nicht mit Karte zahlen. Ja, was sie sagt, gerade die Ausgrabung von Tikal da kann man auch nicht mit Karte zahlen. Nee. Deswegen, ja, mussten wir jetzt gerade noch einen Automaten suchen und haben noch Geld abgeholt und die sind jetzt gleich dann da hoch. Der junge Mann vom Campingplatz hat gesagt, es geht wohl ziemlich steil hoch über Schotter. Mal gucken, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, wir sind wieder unterwegs. Wir haben kurz nach 9 und 37 Grad. Da vorne geht es jetzt den Berg hoch. Nochmal. Und das hier ist ganz schön steil. Kurze Verschnaufpause. Ich weiß nicht, wie steil es ist, aber es ist sehr steil. Kurze Pause. Dann geht's weiter. Hallo, hast du ja Schatten gefunden? Ja. Sehr gut. So, wir sind jetzt im Nationalpark, haben jetzt für 2 Nächte einen Campingplatz bezahlt und für morgen die Ruinen. Und jetzt müssen wir noch 17 Kilometer dahin fahren und dann bauen wir unser Zelt dort auf und gehen morgen früh ganz früh los
weil man wohl da wunderschön den Sonnenaufgang beobachten kann. Gegen 6 wollen wir schon da sein. Ja, und dann fahren wir den ganzen Weg wieder zurück. Dahin, wo wir heute herkamen. Ein anderer Affe, kein Brüllaffe, normaler. Da. So, wir sind am Nationalpark von Tikal angekommen, sind jetzt hier auf dem Campingplatz. Stehen halt überall so kleine Palapas. Wir haben uns halt auch eins rausgesucht und unser Zelt runtergestellt. Und jetzt entspannen wir noch den Tag über und morgen geht's dann zur Ausgrabung, also zum archäologischen Bereich, wo die Tempelanlagen sind. Da wollen wir direkt morgen früh vor Sonnenaufgang drin sein. Hat Jasmin ja schon erzählt gehabt. Und dann geht es dann übermorgen runter, raus wieder aus dem Nationalpark, dann wieder den Berg runter und dann nach Flores. Aber wir müssen trotzdem noch Hügel fahren. Die wir heute gefahren sind, müssen wir übermorgen noch mal fahren. Ja, ist ja.